Licht an bitte, ne? Rücklicht an. Ja, wir fahren jetzt erstmal zum Stadtpark. Alles klar, ich bin dabei. Ich bin gleich mal ein bisschen umgucken hier, ne? Weil wie Sie sehen, wir sind ja auch sehr gut ausgerüstet hier, ne? Mit unseren zwei Schwalben. Und wir wollten eigentlich da gerne nur ein bisschen hier mitwirken, ne? Wir haben uns auch sicherheitsmäßig angezogen. Ja, genau. Wir haben uns auch angezogen, sicherheitsmäßig richtig, ne? Und eine richtige Warnweste. Haben Sie das mitbekommen, Herr Olege? Wie bitte? Was denn? Der Herr? Er will das Geld wieder haben, weil er heute verschlafen hat. Warum? Der verpennt und jetzt will er die Kohle wieder haben. Ach du Scheiße. Ja wohl, also der hat den Boxkampf verpennt und will jetzt sein Geld zurückhaben. Richtig. Ich denke, also das nicht. Ist eine Anfrage. Das Geld habe ich auf jeden Fall nicht mehr bei mir. Also das verstehe ich ja eh nicht, wie Leute irgendwas verpennen können in ihrem Leben. Halt, ne? Man hat doch ein geregeltes Leben. Ne? Man muss doch dann einfach sich nur einen Plan machen, einen Wecker stellen, aufstehen und dann kann man doch zu seinem Termin pünktlich auftauchen. Nee, vielleicht kommst du vollkommen recht. Ich verstehe sowas nicht. Anrufen und stornieren. Ne? Ja, ich denke, das hätten die hier hinbekommen. Ja, 100%. Ich finde es auch schade, ne, dass die Leute da so unzuverlässig sind teilweise. Ja. Ne? Da muss man mal wirklich was an sich selber ändern als Mensch. Ne? Um einfach, dann lebt man ja auch viel besser, ne? Wenn man einfach mal seine Termine einhält. Ja, Struktur ist auch richtig, das schafft auch Zufriedenheit wieder. Da haben wir richtig, strukturiertes Leben. Oh, der rammt ja nicht gerade die Schwalbe. Oh, ich verzeihe. Oh, hallo, ja, mach das mal auf hier. Sag mal, spielst du oder was? Arschloch. Aber entschuldigen wirklich? Sie mich. Schnell. Soll ich ihn abknallen? Ich kann ihn auch ruhig abknallen. Nein, bitte nicht schießen. Das, ihn abknallen, also bitte. Ja, gut, dann bedanke, wie war dein Name nochmal? Ali. Ali, danke dir nochmal vielmals, Ali. Ne? Immer wieder gerne. Sehr, sehr cool, wirklich. Schöne Bude habt ihr euch da aufgebaut. Dankeschön. Ist das euch dann nur das Beste? Nee, also wie auch. Ja, so ist hier immer einer da, wenn man mal vorbeigucken will? Ja, ich bin immer da. Cool. Immer ein Ausflug, ja. Ey, hör mal. Ich würde mich nur entschuldigen. Ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen einen Kratzer reingemacht habe. Ich würde es auch natürlich reparieren auf meine Kosten. Nee, du kannst es auch bezahlen. Ja, also ich bin der Herr Olege, nimmt das auch ruhig an. Nee, aber sowas geht ja nicht. Du kannst ja nicht hier aus Wut reinfahren, ne? Das war nicht, tut mir leid. Herr Schnabel, wie ergehen wir denn jetzt hier mit dem Herrn? Sollen wir das einfach annehmen? Ich überlege gerade. Oder ich sage Ihnen ehrlich, wir rufen die Polizei jetzt an. Ne? Meinen Sie, wir sollten wirklich die Polizei rufen? Das ist Sachbeschädigung. Wir müssen Anzeige. Anzeige, ganz einfach. Herr Olege, das hätte ich jetzt nicht von Ihnen gedacht. Also. Ja, aber sehen Sie das nicht? Das lernt der Kleine ja nicht. Ja, verstehen Sie das? Ja, wenn man den Noten immer wieder eine Chance gibt, dann kann man da nicht immer von wegkommen. Das geht nicht. Aber... Schauen Sie doch mal, spulen Sie ich doch mal die schon Zeit am zurück. Oh, nee. Oh Gott, Herr. Oh. Guten Tag. Olege, mein Name. Ich bin hier gerade in der 07 am Europark beim Lust MC und hier hat einer jetzt gerade eine Sachbeschädigung begangen. Ja, der ist gegen meinen Roller gefahren. MPO 641. MPO 641. Ja? Am Lust MC ist das. Genau. Kratzer ist drin, ist auch mit der Versicherung. Ja, ich würde ja auch alles reparieren. Schicke ich eine Einheit vorbei, sofern die gleich frei ist. Ja, ist eine Sachbeschädigung. Ich bitte Sie auch zu kommen, bevor das hier eskaliert. Ne? Hallo, warten Sie bitte ganz kurz. Ich dachte, ich das reparieren. Wenn er flüchtet, schießt er ihm einen Reifen. Hallo, Sie warten jetzt. Ich werde hier gleich wild. Ich schicke jetzt ein Dispatch. Bis gleich. Dankeschön. Und kommt schnell jemand, oder? Ja, ich schicke gerade ein Dispatch. Das ist ja gut. Na, da haben sie sich ja in was reingeritten, also. Da hast du dir jetzt was eingebrockt, ne? Wir kommen ja nicht. Wie, ja komm. Sind sie ja nicht Müllmänner, oder? Wie? Ist es zur Sicherheit? Zur Sicherheit. Sowas ist zur Sicherheit, gell? Das hat nichts mit Müllmännern zu tun. Ja, ich habe bisher nur Leute gesehen, die die Weste anhatten, wenn sie Müll gefahren sind. Fertig. Ja, weil du bist ja auch ein kleines Kind, ne? Du weißt ja noch gar nicht, dass es auch andere Westen gibt, ja? Ich denke, du wartest jetzt mal hier bitte. Hallo. Ich möchte bitte, dass du. Ich will das bitte klären mit dir. Nummer. Ja, bleib mal bitte stehen. Hallo. Ich möchte mich an mein Auto stellen, da fühle ich mich sicher. Alles klar. Dann klären wir das jetzt hier. So, wieso? Soll ich mal deine Mama anrufen oder dein Papa? Du weißt, was jetzt nach Hause kommt. Jetzt kommt Post nach Hause von der Polizei. Du kriegst eine Anzeige. War dir das jetzt alles wert, damit du hier einmal den dicken Macker machst hier und einmal gegen unsere Schwaben fährst? Genau. Das nee, ich war keine nicht. Absicht. Ja, war keine Absicht. Du bist ja voll im Rückwärtsgang dagegen gefahren. Ja, was soll das? Wenn Sie das meinen, ich glaube, Sie haben schlechte Augen. Tamam, okay, danke. Schlechte Augen, Sie könnten mal die Sonnenbrille abnehmen und Ihnen in die Augen gucken, das ist ja wohl also. Also, jetzt ich glaube ja wohl, es geht los. Hey. Respekt hatte. Hallo, Herr Schnabel. Herr Schnabel, Herr Schnabel.
Ich habe nur das Ding aus der Hand gehauen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, Sie haben. Schnäbel, Sie können doch den. Wenn er Drogen. Schauen Sie jetzt gerne eine Anzeige gegen Sie. Hallo, warten Sie bitte ganz kurz. Hallo, bitte. Komm, mach das jetzt nicht hier. Mach das jetzt hier alles nicht schlimmer. Steig aus. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das sehe ich nicht ein. Im Namen von Herrn Schnäbel. Herr Schnäbel, der kann jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung machen gegen Sie. Das wissen Sie schon. Ich habe das Gerät geschlagen und nicht die Person. Ja, und er kann das aber so auslegen. Verstehen Sie das? Ich habe hier zwei Zeugen, dass das anders lief, oder? Ach so. Richtig. Gut, dann ist ja in Ordnung. So, ich fass es nicht. Hallo, hallo, hallo. Nur auf die Reifen. Alles ist jetzt abgehauen, ne? Der Kerl, egal. Wenn wir den nochmal wiedersehen. Hoppa, der kommt jetzt an. Oh, er kann aber mal. Okay. Ja, dann müssen wir warten, bis die Polizei jetzt kommt. Hast du dir das Kennzeichen notiert? Nee, meine Augen sind nicht mehr NPO so gut. NPO 641. Bitte? NPO 641, da kommt der Kelt wieder. NPO 641. Respekt. Also, guck mal, ich hätte jetzt gedacht, ich bin der größte Alman oder der Herr Schnäbel. Aber dass der Ali sich jetzt das Kennzeichen notiert, das ist jetzt wirklich eine... dass du jetzt das machst, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das ist, dass der Ali sich jetzt das Kennzeichen notiert. Ja gut. Sehr gut, Ali. Naja, langsam muss man sich auch integrieren. Ja, da wollte ich gerade sagen. Da soll einer noch sagen, da integriert man sich nicht, ne? Super, Ali. Ja gut, dann haben wir das Kennzeichen. NPO 641. Also N wie Nase, ne? Ach, ich hoffe, die Kollegen kommen. Ich mir das kurz hier... Ja, ich hoffe auch, dass die Kollegschaft von der Polizei jetzt mal bald hier eintrifft, ne? Das dauert ja manchmal. Ey, der kommt ja wieder. Nicht, dass der hier durchdreht und gleich komplett reinfährt. Vorsicht. Hey. Nee, ich glaube. Vielleicht hat er ja Einsicht gezeigt. Ich wollte auch sagen, Hallo. Bitte. Warnschüsse. Wegfahren kannst du jetzt vergessen. Der Typ hat mir gerade in den Reifen geschossen, Alter. Welcher Typ? Ja, der Biker-Typ. Ich war das. Wie? Reifen geschossen, hä? Was hast du, Bro? Der kann sich nicht benehmen. Warum kann er sich nicht benehmen? Was hast du gemacht? Ja, frag ihn mal. Er rammt unsere Bikes und Roller hier weg. Ich hab schon gesagt, das war auszusehen. Ich hätte ihn gerne repariert. Aber wenn sie dann gleich Polizei rufen müssen... Ja, wir wollten das auch vernünftig klären. Das ist mit der Versicherung, ordnungsgemäß. Ihr könnt das ja auch mit dem Polizei... Das ist ja anders, Meta, aber... Hallo? Hallo, entspann dich doch mal, Schabab. Komm mal raus hier, wir klären das jetzt richtig. So, der Herr ist hier eben extra in unsere zwei Mopeds reingefallen. Das war meine Fresse! Der ist extra reingefallen und jetzt habe ich die Polizei hinzugezogen. Ja, ich möchte auch, dass sie das Ding nicht reparieren, bis wir die Polizei hier eingetroffen haben. Ja, ich werde seinen Wagen reparieren, dann... Nee, noch nicht. Die Polizei muss erstmal eintreffen, ja? Ja, es ist okay. So, ich möchte das bitte richtig klären. Also du warst ja zu spät und willst dein Geld zurückhaben, das verstehe ich auch. Ich war nicht zu spät, wir hatten eine Firmenbesprechung vom LS Customs. Deswegen konnte ich nicht teilnehmen. Ja, aber das weiß man ja nicht auch erst seit gestern, ne? Das weiß man ja auch vorher und dann bucht man ja dann die Besprechung nicht, die war kurzfristig. Nein, das glaube ich nicht, das ist eine Lüge. Dann kann ich gerne mal den Björn anrufen und dann können wir uns das Ganze mal angucken. Was für Björn? Den Chef vom LS. Das ist, der ist schon lange nicht mehr Chef. Wir haben einen neuen Chef. Wir hatten davor schon Chef. Ja, ihr wechselt auch Chefs mehr als meine untere Chef. Oh, da kommt die Polizei. Ja, super. So, jetzt aber. Super. Ach, du Scheiße, Digga, was ist denn jetzt los? Oder man denkt... Kannst du mir auch gerne jetzt super. Direkt den Kopf wirklich schießen, schade. Aber dann so, wirklich schade. Ja, jetzt erst recht nicht, ne? Ich bin nicht so dumm wie ihr auf jeden Fall. Also dumm sind wir, so ganz dumm sind wir auch nicht. Vielleicht ein bisschen, aber nicht ganz. So. Guten Abend. Also der Alman, ich habe angerufen, ja? Herr Schnäbel? Jawohl. Und der Herr Schnäbel, oder ich hallo, weiß nicht mehr. So, hallo. Dich hat gerade keiner gefragt. Alles klar, die Null hat gerade keiner gewählt. Wir müssten jetzt erstmal, der hat uns gefragt, wie es hier aussieht. Ja, Herr Schnäbel? Dann reden Sie am besten einfach. Was, wie, also wo fangen wir denn am besten an? Ja, genau. Der werte Herr ist mit seinem Fahrzeug in die wunderschöne Schwalbe von Herr Oleke hier reingefahren. Und in Ihre auch. Ah, da meine auch. Ja, die sind beide ganz, da sind keine Kratzer drin. Na, dann gucken Sie doch hin, das ist ja wohl, sonst würden wir hier nichts an Aufriss machen. Schauen uns das jetzt einmal an. Welches Kfz sind Sie gefahren, daher? Was, ich bin die grüne Schwalbe, Herr Oleg ist die graue Schwalbe. Das hier sind die Schwalben, ja, also. So, ich habe Tee kochen lassen für euch. Alles nicht einfach hier. Wer hat den Unfall denn gesehen? Jungs, gleich. Der ist Zeuge. Alles klar, Zeugen. So, ja, eine Frage an Sie daher, der Zeuge. Ja. Kennen Sie sich untereinander mit dem Geschädigten? Nee. Wir haben uns gerade. Also Sie sind nicht befreundet und nicht verwandt? Nein. Wir sind hier gerade hingekommen. Wir wollten uns eine kleine Tour durchs Lost MC geben lassen. Wir kennen den Herrn seit 10 Minuten. Zeit 10. Richtig. Gibt es noch andere Zeugen? Nee.
Ich denke nicht, ne. Der Herr ist durchgedreht. Der Herr ist ja auch abgehauen, einmal kurz. Wofür genau. Die Polizei? Das war der Frust gewesen, weil er sein Geld nicht zurückbekommen hat. Ich habe dir geschlagen. Etwas aus die Hand gehauen. Ja, nun reite dich mal nicht noch tiefer rein. Reite dich noch tiefer in die Scheiße rein, mein Freundchen. Ja, was du eben in der Hand hattest, das war auch nicht du, Digga. Hallo, ich werde hier bedroht. Geh jetzt bitte, ja? Du brauchst mich hier nicht bedrohen, mein Lieber. Alles klar, wo ist der verständlich? Ja? Yeah? Du Flitzpiepe. Beruhigen Sie sich bitte einmal. Es war zweimal. Pardon. Einmal ist er abgehauen, dann ist er wieder hier hingekommen, stehen geblieben, wieder weitergegangen. Der will abhauen. Und er will nicht jetzt wirklich abhauen. Das ist nicht sein Ernst. So wie das mit der Bogen erwähnt, Schnabel. Ja, ich weiß es nicht. Das machen wir, das machen wir. Komm, hör mal nur einen auf den Bild jetzt. Komm, Herr Kollege, also, stellen Sie mal vor, ich wäre Sie gewesen, als Sie wissen schon, als wir uns kennengelernt haben. Ach, hey. Das tut mir ja, lassen Sie kurz einen Schritt zur Seite beraten. Ich war ja auch, nicht, beraten, so ignorant, ne? War ja auch nicht so ignorant zu Ihnen. Ne? Das ist richtig. Ich bin ja auf Sie zugekommen. Das macht der Herr ja nicht. Das stimmt. Da, ja, der verstehen Punkt Sie das? Der Herr war noch frech zu uns. Verstehen Sie das? Schnabel, die müssen wir es zeigen. App auf die Fresse. Ja, aber nicht mit gewalttätig, sondern mit Anzeigen. Ganz einfach. Anzeige für Anzeige für Anzeige. Los. Raus, raus, raus. Alles raus hier. Wie in der Druckmaschine. Los. Tack, 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 tack. Raus. Ja, natürlich. Der Anders versteht der Bengel das ja nicht. Ne? Sein Papa, der wird doch eh alles bezahlen. Guck dir den doch mal an. Sie haben recht. Ich lass mich damit aufbringen. Ja, wir machen das jetzt so. Ja, super. Dann wir müssen hier noch was melden, Entschuldigung. Das geht nämlich darum, wo er sagte, dass ich ihm angeblich gehauen habe. Geschlagen. Also, kommen Sie mal bitte kurz an die Seite. Na, aber die drei Herren. Ja. Also, was mir jetzt erzählt wurde, die beiden vom LSC, die konnten keinen Unfallschaden feststellen, nur lediglich die zwei Plattenreifen. Von daher können wir das jetzt auch nicht weiter nachverfolgen. Ich würde sagen, schauen Sie dem jungen Mann mal in die Augen. Der hat nämlich noch gekifft und ich habe ihm das Ding aus der Hand geschlagen. Genau. Das fand ich, das war die Krönung gewesen. Ja. Und dann ist er von ihm. Jawohl, der Schnabel kommt in Fahrt langsam. Let's go! Er weiß, wo der rübergefahren ist in seinem Brisch. Genau, eine Drogenkontrolle können wir jetzt geht er ab, jetzt ist er warm geworden. Auch mal sagen. Ab. Ja. Los, die Junge. Daher, ich besitze nicht mal sowas. Also ich habe nicht mal einen Waffenschein. Wie soll ich... Willst du die anderen? Oh mein Gott, er hat die Waffe weggebracht eben. So ein Five-Head, Digga. Also passen Sie auf, vielleicht sieht man jetzt keinen großen Schaden. Aber es geht ja auch nicht um Schaden, um den riesigen jetzt, sondern es geht ja darum, dass man da gewollt gegenfährt. Und wir sind, das hat für uns einen emotionalen Wert. Ja? Hallo? Geh mal weg jetzt hier, sonst werde ich gleich hier wild, Johnny Boy. Alles klar, versieh dich jetzt hier. Komm ab, tu den weg hier, geh mal aus der Sonne. Wenn ich mir die beiden Mofas so anschaue, dann kann ich irgendwie keinen Unfallschaden feststellen. Verstehen Sie mich? Hä? Fette Kratzer hier. Sehen Sie nicht den Kratzer da? Da ist doch ein riesiger. Also, vielleicht sehen Sie ihn nicht. Aber ich sehe den, weil das Ding hat für mich einen emotionalen Wert auch. Ja? Ich sehe jeden Kratzer. Das kann ich verstehen. Das seit meiner Kindheit. Da ist ein Kratzer. Das ist wie ein Kratzer in meinem Herz. Das tut weh. Ich kann nicht verstehen, dass das weh tut. Wo sehen Sie denn den Kratzer? Links oder rechts? Rechts. Weiß ich nicht, vielleicht nochmal einen Supervisor anfordern oder so. Herr Oleke, wo ist Ihr Kollege? Der kommt gleich wieder. Der ist vielleicht noch kurz mein Gesicht durch. So, kriegt ihr das jetzt wieder hin? Ihr ja, beide, natürlich. Oder? Ja, wir kriegen das wieder hin. Professionelle Unterstützung. Nee, wir kriegen das hin. Der blendet mich hier mit seiner Glatze. Ja, dann konfessier dich doch jetzt mal. Entschuldigung. Ist das eine Diskriminierung oder wie muss man das verstehen? Die Glatze. Schönen guten Abend. Guten Abend. Alles gut soweit? Ja, also, Sie sind die Officerin von eben. Ja. Genau, das ist mein alles klar. Ja, Oleke, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, ebenso, ne? Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, dass Sie da waren. Kein Problem. Sehr gern. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt, ne? Ein Tattoo? Ist alles soweit geklärt, Herr Uli? Ja, wir gehen jetzt. Das kann ich mir nicht antun, sonst werde ich noch wild hier gleich, ne? Wild. Ja, ich merke, Sie können ganz schön Temperament haben, ne? Ja. Ali? Ja? Danke dir vielmals, ne? Nochmal für die Hilfe. Ach, nur ich das Deutsch. Ja, euch auch. Mach's gut. Ciao. Danke für alles. Schön dann noch. Tschüss. Hey, soll ich euch vielleicht begleiten, falls Sie... Was denn jetzt noch? Könnten Sie uns vielleicht vorne das Tor bei Ihnen aufmachen? Beim Casino? Ja, für Sie schon, für den anderen Knecht nicht. Ja, ja. Gut, nimm mal. Perfekt. Also ich meine jetzt für Sie zwei, ja, aber für den dahinter. Ja, ja. Der kann laufen. Der läuft, ja. Lass das Tor zu. Du fährst hier nicht von dem Gelände, alles klar? Du parkst dein Auto woanders aus. Du parkst dein Auto woanders aus. Lass mich jetzt vom Gelände. Nö, das Tor bleibt zu, der Herr. Das ist nicht sein Ernst. Was hast du gesagt? Du willst mir einen aufs Maul hauen? Ja? Komm, trau dich doch mal! Hört auf! Komm, trau dich! Nein, lass mal den Besi weg! Brauchst du nicht mehr den Besi? Das war ein 10-Nagel-Reichstum für ihn! Versieh dich! Soll ich abmachen, ja? Mit deinen Hot Wheels, ja?
Was verstehst du nicht, Edwin? Du sollst dich versehen. Wir haben jetzt geschlossen. Jo, super. Ich komme gleich zum Casino. So. Kurz gejoint.